Ein Hoffnungswort von einem Mann. Ein bisschen spezielles Bild von einem Mann. Aquarium. Wir reden von im Oberwallis das Jahr von der Taufe anfangen. Und je nachher haben wir in der Pfarrkirche das aufgestellt. Es ist eine Plexiglaswand, die da schon verschiedene Fingerabdrücke drauf hat mit Taufnamen. In der Taufe 3 hat Gott uns aufgenommen in eine riesengroße Gemeinschaft. Nicht nur so in einen kleinen Teich, wo wir als Pfarrer sind, sondern wir kehren zum grossen Ozean, zum grossen Meer der Kinder Gottes. Ein internationales grosses Meer. Und das Oberwallis ist nur ein Teil von der ganzen Kirche, die es auf der ganzen Welt gibt. Wir als einzelne Fische in dem grossen Meer, wir dürfen unsere Einzigartigkeit leben. Du, ich, wir alle zusammen sind von Gott geliebt in unserer Einzigartigkeit. Darum euch, lasst euch hier die Leute ein, euch in unser Ego, ungeniert in die Pfarrkirche zu kommen und eben Fingerabdruck und eben die Aufnahme da zu verewigen. Unsere Fingerabdrücke sind einzigartig. Sie machen uns zu Individuen. Der Carlo Acutis, der neueste Selige von unserer Kirche, der mit 15 Jahren gestorben ist, hat kurz vor seinem Sterben gesagt, eigentlich werden wir alles Originale und viele von uns sterben als Fotokopien. Gott will von dir als getauftes Kind Gottes nicht, dass du jemand anders imitierst, dass du versuchst zu sein, wer das du gar nicht bist. Gott will, dass du uns deine Talente das Allerbeste machst und die Talente euch in deine Pfarrei, in deine Region, ins Bistum, in den Ozean von den Kindern Gottes trägst. Du bist ein Tropfen, ein kleiner Fisch vielleicht, aber in Gottes Augen unverschämt wichtig. Du bist ein Original. Gib dir Mühe, geben wir einander alle Mühe, dass wir unsere Talente, die Gott uns geschenkt hat, das Beste machen. Für nicht nur unseren kleinen Teich, sondern für den ganzen Ozean. Und vergiss nie, Gott hat wollen, dass du so bist, wie du bist. Einzigartig, besonders, geliebt, mit Ecken und Kanten oder wie der Fisch mit der Schuppe und Schuppe. Habt ihr Mühe, deine Liebe reinzubringen. Originell, bis es nur du kannst. Als Kind Gottes im Jahr der Taufe.